Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge unseres Inazuma 11 Go Schatten Let's Plays. Ich bin Rektalin, ihr schaut Rebel Games Review. So. Hey, Arion, du warst super gegen Milky Way. Mach weiter so. Danke, ich werde es versuchen. Spitze, wir haben gewonnen, Jeepe. Und zwar richtig, ohne diese blöde Schwindelei. Oui, mon ami. Oh, da geht der Evans hoch. Was hat das zu bedeuten, ist die Frage. Nanu, das sind doch Trainer Evans und Herr Wintersea. Was das jetzt wohl zu bedeuten hat. Kriegt wohl jemand Ärger, würde ich mal schlichtweg deuten. Was sollte das denn, Evans? Warum haben Sie sich den Anweisungen von Fifth Sector einfach widersetzt? Jetzt sind wir in deren Visier und das könnte nicht nur das Aus für den Fußballclub, sondern für die ganze Schule bedeuten. Ich habe nur meine Aufgabe als Trainer erfüllt. Ich werde Fifth Sector wissen lassen, wer für diese Panne verantwortlich ist. Und Sie, Evans, können sich einen neuen Job suchen. Alles klar, wenn Sie das sagen. Wie lief's, Trainer? Oder sollte ich lieber Ex-Trainer sagen? Du solltest lieber trainieren, Victor. Pah! Ja. Imperialagent Victor Blade. Raymond hat sich nun bereits zum zweiten Mal Fifth Sector widersetzt. Das darf nicht erneut geschehen. Jeglicher Widerstand gegenüber Fifth Sector muss gebrochen werden. Du weißt hoffentlich, dass dies in deinen Aufgabenbereich fällt. Jawohl, Sir. Aber keine Sorge, ich werde Raymond zu Staub zermahlen. Nun gut, du erhältst in Kürze weitere Anweisungen. Sorge in der Zwischenzeit dafür, dass das Saints Way ordnungsgemäß abläuft. Du weißt ja, was es bedeutet, wenn du erneut versagst. Kapitel 4. Alles Gute fängt klein an. So sieht's aus, Mann. Ganz klein fangen die guten Sachen an. Oh, ihr seid ja schon alle da. Schön, euch zu sehen. Ricky, Sam, da habt ihr uns ja ganz schön reingeritten. Ihr könnt nicht immer alles einfach so machen, wie ihr es wollt, okay? Denkt ihr, Fifth Sector wird einfach zusehen, wie wir alle Befehle missachten? Sicher nicht. Die werden unseren Club dicht machen. Das letzte Spiel war ja echt cool. Aber wenn wir so weitermachen, war's das für uns mit Fußball. Ist ja auch nicht so, als würde Fifth Sector jedes Spiel manipulieren. Wir sollten uns damit abfinden, bis wir ein richtiges Match kriegen. Also ich werde unter Mark Evans jedenfalls nicht mehr trainieren. Der Kerl hat sie doch nicht alle. Er setzt unsere Zukunft aufs Spiel. Moment! Wollt ihr das wirklich? Wollt ihr euch nicht weiter verbessern? Es reicht, Arion. Aus dem Weg! Ja, aber... Lass sie, Arion. So schnell wirst du sie nicht umstimmen können. Sam und ich waren ja auch nicht so einfach zu überzeugen. Lo siento. So gern ich auch richtigen Fußball spielen würde, das kann ich dem Club einfach nicht antun. So viel dazu. Dann trainieren heute eben nur wir. Also gut, ihre Freunde haben sie im Stich gelassen. Sie zerstören ihren kleinen Club auch ganz ohne meine Hilfe. Victor starrt uns immer an. Findest du das nicht auch irgendwie gruselig? Er trainiert nicht mit uns und er spielt nie. Warum ist er überhaupt in unserem Club? Ach, ich weiß nicht. Vielleicht wünscht er sich ja nichts sehnlicher als auch einmal mitzuspielen. Was? C'est pas possible. Wir sollten ihn mal heimlich folgen, dann wüssten wir bald mehr. Denkt ihr wirklich, das ist eine gute Idee?
Dieser Nichtsnutz ist doch wohl gerade in Richtung Einkaufsviertel aufgebrochen. Wer weiß, was er dort so treibt. Ich will wirklich wissen, was er vorhat. Und bis zum Training ist auch noch etwas Zeit. Also los, ihm nach. Oh yeah, man. Hier gibt's Stalker pur. Dass Victor dauernd weglaufen muss. Wir könnten viel besser werden, wenn wir endlich als Team trainieren würden. Ja, dann mal los. Was freue ich mich auf den Tag, an dem wir die beiden Spiele verbinden können? Das sage ich euch. Dann mal los, auf zum Einkaufszentrum. Er ist wohl durch die Passage gelaufen. Und es geht weiter. Weil wir haben den nämlich mit dem geheimen GPS-Sender versetzt, verbunden. Wie sagt man dazu? Keine Ahnung. Oh, da ist er ja. Bei der Eibank. Wo will er denn hin? Da ist doch nur das Krankenhaus. Stimmt, was er da wohl sucht? Naja, egal, folgen wir ihm einfach. Folge Victor ins Krankenhaus. So. Ist ja eine der zentralen Schauplätze in der Inazuma-Serie. Habt ihr gesehen? Er ist reingegangen. Los, hinterher! Würdet ihr gern mal in Inazuma spielen, wo die Protagonisten erwachsen sind? Oh, jetzt bin ich mal gespannt. Nanu? Wo ist der bloß hin? Er muss doch hier irgendwo stecken. Die läuft erst gegen ihn und dann kommt der Krach. Das ist ja geil. Ups. Autsch. Sweeney, tut mir leid. Alles in Ordnung? Ja, mir geht's gut. Mein Fehler. Bitte entschuldige, dass ich dich angerempelt habe. Mach doch nichts. Das passiert mir öfter. Tschüss. Hey, das hier hat er wohl verloren. Fußballzeitschrift erhalten. Zu dumm, dass er schon weg ist. Wir sollten ihm die Zeitschrift wieder zurückgeben. Okay, ihr gebt die Zeitschrift zurück und wir suchen weiter nach Blade. Bis gleich. Jo, klar, machen wir. So, wo ist der Junge? Wir müssen hoch. Und das sieht doch gut aus. Privat, du bist heute früh hier. Kann sein. Was ist denn, Vitya? Ich sehe doch, dass irgendwas mit dir nicht stimmt. Ach, nichts. Wie geht's dir denn heute, Valodia? Ach, alles wie gehabt. Aber was ist eigentlich mit dir los, Vitya? Warum kommst du jeden Tag zu mir? Macht dir Fußball keinen Spaß mehr? Naja, Spaß macht's mir schon noch. Schon noch? Ich höre wohl nicht richtig. Du könntest doch glatt der beste Spieler im ganzen Land sein. Im Gegensatz zu mir. Ich weiß, Bruderherz. Aber der Fußball ist nicht mehr so wie früher. Seit jener Zeit hat sich einiges geändert. Tut mir leid. Ich weiß ja, was du meinst. Aber mach dir nicht zu viele Gedanken. Eines Tages wirst auch du wieder spielen. Das Geld für die Operation kriege ich schon zusammen. Ach was, meinen Beinen könnte höchstens eine Behandlung im Ausland helfen. Und die können wir uns nie und nimmer leisten.
Hey, ihr da, wolltet ihr zu mir? Oh, da bist du ja. Ich glaube, wir haben da etwas, das dir gehört. Yeah, Mann. Stalker. Incident. Nummer 1. Heißt das Incident? Ich weiß nicht. Egal. Du hast die Fußballzeitschrift zurückgegeben. Oh, meine Zeitschrift, Spassivo. Das ist aber nett von euch. Oder Spassivo? Ich weiß nicht. Kein Problem. Übrigens finde ich die Zeitschrift echt cool. Besonders die Trainingstipps. Du magst Fußball also auch? Ich mag ihn nicht nur. Fußball ist mein Leben. Früher habe ich sogar mal gehofft, irgendwann mal international zu spielen. Oh, wirklich? Hey, Arian. Ich glaube, nach dir ruft gerade jemand. War nett, dich kennenzulernen, Arian. Bleib auf jeden Fall am Ball. Mach ich. Hat mich auch gefreut. Wo dieser Ton nicht gut wohl steckt, er ist wie vom Erdboden verschluckt. Stimmt, aber nützt ja nichts. Wir machen uns besser auf den Weg zurück zur Schule. Was wollten die denn hier? Am Tag darauf. Wir trainieren dann mal woanders. Alles klar? Oh je, schon wieder kein gemeinsames Training. Halb so wild, die werden sich schon bald wieder blicken lassen. Und dann werden wir richtigen Fußball zusammenspielen. Na hoffentlich. Nichts da, ab jetzt wird nicht mehr aus der Reihe getanzt. Just in diesem Moment befinden sich Vertreter von Fifth Sector im Büro des Präsidenten und überbringen neue Anweisungen. Evans, Sie haben nur noch eine letzte Chance, die Gemüter der Offiziellen zu besänftigen, wenn es nicht ohnehin schon zu spät ist. Und jetzt, Trainer, was machen wir jetzt? Keine Sorge, lasst uns einfach mal beim Präsidenten vorbeischauen. Ich sag euch hier, wir sind das erste Jahr in der Schule und können Hitz und Kunst besuchen, weil wir lustig sind. Präsident, hast du nicht gesehen? Keiner hat ein Problem damit, dass wir da hin und her rennen. Jeder hat Zeit für uns. Du, 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 du. Wo dieser legendäre Blade nur steckt, hätte ihn mir ja gern mal aus der Nähe angesehen. So ein Pech aber auch. Diese Typen sollen Vertreter von Fifth Sector sein, dafür kommen sie mir aber ganz schön ungehobelt vor. Lasst uns das Zeug abliefern und dann verschwinden wir wieder aus diesem Loch. Herr Präsident, hier Ihre Anweisung. Mal sehen, in Runde 2 des Saints Way treffen wir auf Almighty Faith und verlieren mit 0-1. Tja, keine große Überraschung. Haha, sieht so aus, als hätte euch Fifth Sector echt auf dem Kieker. Wärt ihr wie wir schönartig gewesen, hättet ihr sicher auch hin und wieder mal gewinnen dürfen. Das habt ihr jetzt davon. Wartet mal, euch Typen kenne ich doch. Ihr spielt für Almighty Faith, stimmt's? Dann macht ihr also die Drecksarbeit für Fifth Sector, indem ihr die Anweisungen überbringt und uns dabei ausspioniert. Ha, und? Warum sollten wir euch ausspionieren? Sogar in einem richtigen Spiel würden wir euch ohne Probleme platt machen. Tja, ob das stimmt, werden wir leider nicht erfahren. Probiert doch einfach, uns zu schlagen, wenn ihr den Mumm dazu habt. Schluck. Ha, das habe ich mir gedacht. Macht lieber das, was man euch befiehlt, ihr Loser. Trainer Evans, Ihnen ist hoffentlich klar, dass Sie mit dem Feuer spielen. Nochmal werden Sie nicht ungeschoren davonkommen. Wie bitte? Halt, so wartet doch bitte einen Moment. So eine große Klappe, von wegen ohne Probleme platt machen, das glauben die doch wohl selber nicht. Klar, das ist Quark, die waren noch nie besser als wir. Wenn euch nicht gefällt, wie ihr behandelt werdet, dann wehrt euch doch gegen die befohlene Niederlage. Jedes Match ist es wert, gewonnen zu werden, also spielt gegen Almighty Faith auf Sieg. Jawohl, Trainer. Trainer?
Was gibt's, Dodge? Ich glaube, ich kann nicht mehr in dieser Mannschaft spielen. Ich bin raus. Du sagst, wir haben doch eh nicht genug Spieler. Du bist was? Dodge, warte doch mal. Wir sollen das Spiel gegen Almighty Faith verlieren. Und als ob das nicht schlimm genug wäre, will Dodge auch noch gehen. Dodge darf nicht gehen, halte ihn auf. Das machen wir, aber erst in der nächsten Folge. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen und sage ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.